Jo, moin zusammen. Ja, Kollege fährt gerade weg mit seiner schönen GSX R 750, so rum. Und kleines Türchen gemacht. Ja, um was geht es in diesem Video? In diesem Video geht es um Alpi fährt nochmal. Es gibt wieder ein paar Neuigkeiten. Sprich, der Alpi fährt sitzt in Untersuchungshaft. Und im letzten Video habe ich mich mit meiner Meinung ja bewusst zurückgehalten. Auch über das, was er schon in seiner vorherigen Zeit in den Videos gemacht hat, habe ich wertfrei dargestellt, wie ich finde. Und in diesem Video hier mache ich das bewusst nicht, weil natürlich habe ich eine eigene Meinung und die möchte ich auch gerne kundtun. Und ja, Alpi fährt, sitzt in Untersuchungshaft und wie ich finde absolut zu Recht. Denn wie sich jetzt durch die Staatsanwaltschaft Bremen herausgestellt hat, hat Alpi fährt den Unfall mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gehabt. Sprich, also Zitat von der Staatsanwaltschaft der Freien Hansestadt Bremen, er ist über 100 km/h gefahren und das innerorts, was absolut indiskutabel ist, dass das nicht in Ordnung ist, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und tja, wirklich sehr, sehr krass. Er ist halt jetzt angeklagt und zwar nicht wegen fahrlässig oder irgendwas, fahrlässige Tötung, wie auch immer man das nennen mag, sondern ganz explizit nennt man das jetzt Totschlag. Und das ist wirklich schon eine richtig krasse Sache, weil Totschlag wird in Deutschland mit 5 bis 15 Jahren Freiheitsstrafe geahndet. Und gegebenenfalls kann es danach auch zu einer lebenslangen Strafe kommen. Das kommt halt auf das Strafmaß an und so weiter und so fort. Wie gesagt, kein Anwalt. Ja, und ich bin wirklich absolut d'accord mit dem Gesetz, weil wer in seinen Videos sich präsentiert und sagt und zeigt, dass er sich, was weiß ich, so mit in Bremen irgendwie messen muss mit Autos und mit 170 durch die Stadt fährt, wo 50 ist. Tut mir leid, Leute, aber da habe ich kein Verständnis für. Das ist nicht das, was ich unter Motorradfahren und unter überhaupt am deutschen Straßenverkehr teilnehmen mag und auch empfinde, dass es richtig ist. Denn so jemand stellt in meinen Augen wirklich eine Gefährdung für alle Beteiligten dar, sprich alle uns über 80 Millionen andere. Und einen hat es jetzt im schlimmsten Falle einfach davon ja, getroffen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz grausame Sache. Und auch ein, ja, ein, wie soll ich sagen, Weckruf so an euch Alpi-Fans. Weil klar habe ich die Kommentare alle unter meinen Videos gelesen oder unter dem Video auch im Speziellen. Denkt doch mal nach. Also, ne? Also wie komme ich darauf? Es gibt so zum Beispiel von so einem Jungen, wird er sein, 13, 14 Jahre alt, ein Video, der hat total dem Alpi nachgeeifert und fing an, ja, Alpi, bester YouTuber der Welt und so weiter. Und er wollte jetzt auch mal mit seinem Mofa, wenn er einen Führerschein hat, Motovlogs machen. Ist ja in Ordnung. Darüber kann man lachen, aber gut, jeder fängt mal klein an, ist ja absolut in Ordnung, kein Ding. Nur, wenn dieser Junge den Alpi einfach als Vorbild nimmt, der mit 170 durch die Stadt fährt, der überwiegend in seinen Videos sich ohne Schutzkleidung auf dem Motorrad präsentiert, dann ist das einfach ein falsches Signal, was ausgestrahlt wird für den Nachwuchs, für die Jugend. Weil der Junge hat dann im Video wirklich Zitat gesagt und was ich auch unter sehr vielen Videos gelesen habe von der Alpi-Fan-Community. Ja, der Alpi, der hat halt einen umgefahren oder totgefahren und das ist jetzt passiert. Ja, das ist schlimm. Man war auch ein bisschen bedrückt in dem Video, der Junge. Das kaufe ich ihm auch ab, das glaube ich auch, okay. Aber dann sagt er direkt im nächsten Satz, ja, aber... Moment, wie hat er das gesagt? Jetzt muss ich eine Sekunde nachdenken. Ja, aber das ist jetzt nur mal passiert. Da kann man auch nichts machen. So, dann war das Thema erledigt. Also, ich glaube einfach, dass dieser 13-, 14-, 15-jährige Junge nicht die Tragweite und das Verständnis hat, was es bedeutet, dass jemand tot ist. Und das ist eine wirklich ganz, ganz fatale Sache, weil wenn man das in diesem Alter, wie ich finde, noch nicht verstehen kann, dann ist man natürlich auch irgendwie sehr anfällig dafür, von Kandidaten wie dem Alpi wirklich zu ja, sich verleiten zu lassen, ebenso zu werden und so zu fahren, weil es ist einfach indiskutabel mit 170 oder was weiß ich durch die Stadt zu fahren,
Sperenzchen auf dem Motorrad zu machen, was wirklich gefährlich sein kann. Jo, gut, dass hier 70 und Überholverbot ist. Ja, AGM-Kennzeichen, gemeiner Mörder, ne? So nennt man die hier in der Gegend. Und hier blitzen sie auch eh immer. Von daher werde ich mir den nicht schnappen. Ja, also von daher ist das wirklich eine ganz fatale Sache. Und zugleich muss ich auch direkt mal sagen, ich finde es auch wirklich krass. Alpi ist laut Bremer Staatsanwaltschaft 23 Jahre alt. Was der Alpi mit seinen 23 eigentlich reifen, 23 Jahren, mit 23 glaube ich, war ich nicht mehr so. Ich war bestimmt kein vernünftiger Typ wie heute, aber ich war auch nicht so gestört, wie der Alpi es teilweise in seinem Video präsentiert hat, dass er so schnell gefahren ist, dann teilweise hier nur mit dem T-Shirt und die freien Oberarme und solche Aktionen. Dass man hingeht und nach einem so krassen Unfall sonntags bei Instagram postet ein Foto von sich, wie er verletzt ist, okay, das ist in Ordnung, aber dann darunter oder daneben einen Kommentar schreibt, jo Leute, alles gut bei mir soweit, hat sich ja ziemlich weit rumgesprochen, aber ich wollte mal melden und alles so gut, okay soweit, gibt demnächst wieder ein Video. Sag mal, ganz im Ernst, hat der den, was weiß ich, nicht gehört? Also, da hört sich, da fehlen mir die Worte, ganz ehrlich. Also, krasser geht es doch gar nicht mehr, würde ich mal behaupten, weil, also das steht doch in keinem Verhältnis dazu, dass zwei Tage vorher jemand getötet hat. Also da fehlen mir, ihr merkt es, ich bin sprachlos, da fehlen mir einfach die Worte, mit was für einer Leichtigkeit und ja, Lockerheit er da schreibt und da einfach gar nicht das Mitgefühl hat und auch nicht an die Hinterbliebenen des armen Mannes denkt, und das ist doch einfach unglaublich. Also das kommt dann irgendwo, hat mir das wirklich so den Rest der Überzeugung gegeben, die ich aber auch schon durch viele, viele seiner Videos dann in den letzten Wochen hatte, dass es einfach ein krasser Typ ist, der gar nicht weiß, der realitätsfremd ist. Die Staatsanwaltschaft Bremen hat das in ihrer Aussage, die verlinke ich euch gerne auch unterhalb des Videos mal, in ihrer Begründung wirklich sehr gut dargelegt und geschildert, wie ich finde. Sie haben nämlich gesagt, dass diese Anzeige erfolgt, weil er billigend in Kauf genommen hat, dass so etwas passiert. Und da stehe ich wirklich ganz hinter, weil wer mit über 100 durch eine Ortschaft fährt, der geht davon aus oder muss davon ausgehen, Konjunktiv, muss davon ausgehen, dass ein Unfall und so etwas Krasses passieren kann. Weil ein Fußgänger läuft nicht bei 100. Also man kann im Fußgänger nicht bei 100 einfach ausweichen, wie es möglich ist bei 50. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist einfach der Fall. Ne? Also das ist ja ganz klar und das ist einfach nur krass, was da passiert ist. So, was ist hier los? Große Mülltonnenparty. Guten Tag, ja, man kann auch mal lachen. Ne? Ja, und ja, das stellt einfach alles so wirklich, ich sag mal, viele, viele gute YouTuber, die coole Videos machen, die locker einen Motovlog machen, wie ich das hier mache, ohne mich selber zu loben, einfach in negatives Licht, weil was ich da teilweise auch für Kommentare dann bekommen habe oder auch im Bekannten- und Freundeskreis angesprochen werde, ach ihr mit der scheiß Actioncam, ihr macht doch eh nur Scheiße und fahrt rasant und so. Ja, das mag bei vielen wirklich der Fall sein, aber ich kann von mir sagen, da bin ich fest von überzeugt, ich bin jetzt kein Ballerer, kein Heizer, der hier nur am Hahn dreht und am Pin geben ist, sondern auch einfach mal ein kleines Video macht und über Gott über die Welt quatscht, wie ich das ja auch jetzt mache. Und da denke ich, ist auch nichts Verwerfliches bei dran. Nur, wenn man dann halt wirklich so durch andere Kandidaten, wie jetzt in diesem wirklichen Fall den Alpi, so in der Presse durch den Kakao gezogen wird, klingt doof, aber irgendwo halt so ein negatives Image abbekommt, dann ist das natürlich scheiße für alle. Nächstes Thema oder nächster Punkt, den ich wirklich richtig krass finde, der Alpi war nicht im Besitz der gültigen Fahrerlaubnis für das Fahrzeug. Ja, Punkt, aus. Das ist der Fall. So ist es und nicht anders. Und da kann die Pro-Alpi-Fraktion noch so viel gegen argumentieren. In dem Video wurde er gesehen oder wurde er von einem Polizisten angehalten, kontrolliert. Ja, was sagt das denn? Das sagt mir aber nichts darüber aus, ob er einen Führerschein hatte oder nicht. Und
ich glaube dann eher einer Staatsanwaltschaft, wenn sie sagt, er hatte keinen. Also das ist für mich ein absolut belegter Beweis, das ist ganz klar. Und da hört der Spaß dann wirklich ebenso auf. Das ist dann einfach zu krass, wirklich ohne die Erlaubnis ein Fahrzeug zu führen. Und wir sehen ja, dass er offensichtlich dafür ja nicht so ganz reif war oder auch in der Lage dazu. Ne? Und das ist dann wirklich sehr, sehr traurig. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte das auch nicht weiter in die Länge ziehen, dieses Video. Ja, es ist einfach grausam, was da passiert ist, wie das Ganze passiert ist. Schöner M135i. Und es hätte alles so nicht sein müssen. Weil auch viele Leute unter Alpis Videos geschrieben haben, Mensch, das wird lange nicht so gut gehen, wie du fährst. Ja, und dementsprechend, mal kurz einen Stop noch hier, die Location kennt ihr ja von meinen Videos. Ja, also ich bin wirklich einfach nur traurig, einfach weil da ein Mensch gestorben ist, der es unverdient hat und nicht verdient hat. Und das hätte alles so nicht sein müssen und laufen müssen. In diesem Sinne gilt mein Video auch an die, oder mein Beileid hier an dieser Stelle an die Hinterbliebenen des verstorbenen Mannes. Und das war es eigentlich, weil das ist das Wichtigste. Es ist so traurig, dieser arme Mann wird nie wieder unter den Menschen weilen, die ihn geliebt haben. Und da hört der ganze Spaß auf. Und das steht auch in keinem Verhältnis dazu, jo, jetzt bin ich mal hier geballert, hier schnell gefahren, das können wir auf dem Nürburgring machen, da ist es erlaubt. Oder auf einer gesperrten Rennstrecke, da ist es auch so erlaubt. Und das muss man nicht in der freien Öffentlichkeit machen oder im Straßenverkehr. Weil dann sowas passiert. Also das ist wirklich mein Appell an euch. Bin nicht hier der Moralapostel sein, aber mache ich jetzt trotz dessen. Fahrt bitte anständig, achtet darauf und übertreibt es nicht und nehmt nicht teilweise verrückte YouTuber als Vorbilder. Kein Daumen hoch, ist nicht so wichtig bei diesem Thema. Und meine Meinung dazu, haut rein.